und nicht reingehen. Geradeaus. Jetzt? Hab dich! Doch gerade so gut. So, direkt wieder los. Willst du dich nicht bedanken, Großer? Hätte ich auch nicht gedacht. Tja, voll auf die Zwölf. Ich weiche ihn lieber aus. Ist ein bisschen schwer. Hab dich! Ich hab nicht viel. Vielen Dank auch, Alistair. Ein Riesenschlangenroboter ist genau das, was die Stadt braucht. Ich muss zurück zu Connors. Ich habe ein paar Fragen an ihn. 10:30, Raubüberfall. Geh zurück. Jetzt weiß ich, was sie vorhaben. Die werden überrascht sein. Großer Apfel, großer Wurm. Spider-Man, ich weiß, du hast zu tun, aber ich habe eine geheime Einrichtung gefunden. Ich schicke dir die Koordinaten, dann kannst du entscheiden, ob es deine Zeit wert ist. Viel Spaß! Was kann schon groß passieren? Außer, dass ich draufgehe. Ich gehe aber erstmal zurück. Und irgendwie spiele ich doch gerne mit neuen Sachen. Besser. Das war aber ein harter Kerl. Boah, und das Ende auf einmal. Möglicher 10:22, täglicher Angriff gemeldet. Over. So gut wie erledigt. Helikopter, aber den machen wir jetzt nicht. Erstmal zurück, da sind wir doch fast. So, da ist es doch. 10:20, möglicher Diebstahl gemeldet. Over. Diese Hunde müssen zurück in den Zwinger. So, dann müssen wir jetzt nochmal gucken, was er sagen wird. Und dann nochmal kurz die Upgrades gucken und dann beenden wir den Part. Dr. Connors? Dr. Connors? Nein, ich glaub das nicht. Er ist weg. Gwen hatte recht. Wie konnte ich so dumm sein?
Die Echse ist entkommen. Oh. Tut mir leid, ich wollte nur meine Familie sehen. Ich habe sie gefunden. Martha und Billy. Im Hinterhof. Hab mich versteckt. Zugesehen. Peter, mein Gott, was ist mit dir passiert? Was passiert ist? Dank ihres Gegenmittels ist Dr. Smythe nicht nur verkrüppelt. Ich fürchte, er wird Gwen etwas antun. Das ist passiert. Aber das Gegenmittel ist auf die Wirkung also es hat gewirkt. Sehr schlecht sogar. Er kann nicht mehr gehen. Sie sagten, es würde funktionieren. Ich sagte, theoretisch. Theoretisch? Das ist kein Forschungsprojekt. Leben stehen auf dem Spiel. Sind Sie die Echse oder Kurt Connors? Sagen Sie es mir. Wenn du das wirklich fragst, hättest du mich vielleicht in der Anstalt lassen sollen. Gwen ist immer noch dort. Wissen Sie, was los ist, wenn sie sich verwandelt? Ich gab mein Bestes. Wir retten sie. Ich weiß es. Du blutest. Na und? Du bist müde. Du musst dich hinlegen. Nein. Ich muss Gwen retten. Ich muss sie alle retten. Peter, du brauchst Ruhe. Ich kann nicht. Ich muss doch... Schlaf, Peter. Wir werden das beenden. Aber schlaf. Wie kann es sein, dass du nie infiziert wurdest? Warte. Du bist der Schlüssel, Peter Parker. Was ist das? Nein. Ja. Kann es so einfach sein? Nein. Die Daten prüfen, Doktor. Die Daten prüfen. Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Gwen, ich komme. Sachte, alles okay? Wie lange habe ich geschlafen? Lange genug, um das Gegenmittel fertigzustellen. Gegenmittel? Ja, ein Impfstoff. Das perfekte Gegenmittel. Woher wissen Sie das? Die Antwort warst du. Dein Blut, Peter. Plötzlich ging mir auf, dass du die perfekte Artenkreuzung bist. Was immer in deinem Blut die vollständige Verwandlung aufhält, es macht dich einzigartig. Deine Menschenseite hat die Spinne nie durchgelassen. Es ist vollbracht. Und bereit, Gott zu spielen. Wann haben Sie es fertig? Ist es schon. Peter, du musst mir helfen. Wo bist du? Man hat uns ins Biolabor gebracht. Smythe arbeitet noch an seinem eigenen Serum. Ein Serum mit Nanobots. Sie wollten, dass wir die ersten Testsubjekte sind, wenn es fertig ist. Ich bin abgehauen, aber ich sitze hier fest. Ich komme und hol dich. Connors hat ein neues Gegenmittel. Sind alle zusammen? Die Roboter haben sie nach unten gebracht. Wo ist Smythe? Weiß ich nicht. Ich höre seine Roboter. Ich glaube, sie suchen mich. Bleib, wo du bist, okay? Beeil dich, Pete. Ich weiß nicht, wie lange ich unentdeckt bleibe. Warte mal. Gwen! Was ist los? Gwen! Sprich mit mir! Bist du okay? Peter! Das Signal reißt ab! Gwen! Oh, das wird aber wieder gefährlich beim nächsten Mal. Nur komisch, was mit Spidey los ist. Irgendwas ist mit ihm passiert. Vielleicht hat er irgendwas abbekommen von den Nanobots, man weiß es nicht. So, dann gucken wir nochmal eben in die Upgrades wieder rein, weil wir haben ja was bekommen. So, einen haben wir bekommen. Kampfwut haben wir neu bekommen. Was haben wir denn da? Schönes. Blockierende Gegner sind verwundbar. Wenn du eine Combo-Boost-Serie schaffst. Ist eine schöne Sache. Was haben wir noch? Kampfboost. Doppelte Bedrohung. Was war das nochmal? Bei Tarnattacken befördert Spider-Man 2 Gegner an die Decke. Außer Sicht nur im Innenbereich. Ich würde sagen, das ist wichtiger. Weil wir öfter vielleicht Tarnattacken machen.
ist vielleicht auch besser, als immer mitten im Kampf zu sein. Dann gibt es auch mehr Punkte, habe ich, glaube ich, gesehen. Ich kann mich auch irren. Dann nehmen wir mal das. Und beim nächsten Mal können wir die Kampfhut nehmen. So, 410 Punkte haben wir noch. Da können wir noch was hier auswerten. Netzeinschlag erhöht die Kraft deiner Netze, um Gegner, die immun sind, zu verlangsamen und resistente Gegner bewegungsunfähig zu machen. Hört sich gut an, aber finde ich, brauche ich gerade nicht. Schnellfeuer, Netzstärke. Da würde ich sagen, mache ich mal den. Der war wichtig. So, und als nächstes, ja, komm, nehmen wir den Netzeinschlag. Was passiert denn beim nächsten Mal? Erhöht die Kraft deiner Netze und schwache Gegner zurückzustoßen. Ja, ist okay. Wie viele Punkte haben wir noch? Keinen mehr übrig. So, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.